Hallo und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikingerfreunde zu Kalchos, der Entdeckung Vinlands. Ja, wir begeben uns jetzt in die letzte Mission, nämlich die Rückkehr. In der Heimat der Wikinger haben sich Gäste einquartiert, die keineswegs willkommen sind. Also wie man sieht, wir haben es einmal rund um die Welt geschafft. Ja, das wäre ein bisschen übertrieben, aber. Ja, wir haben in Grönland gestartet, sind über Helluland, Markland, Vinland, Mississippi, Texas, Rocky Mountains, Mississippi, Texas, der Krater Rocky Mountains, Mexiko, die Verfolgung, Chichen Itza und zum Beschluss Jamaika, um jetzt wieder in Grönland zu landen. Also, dann gucken wir jetzt gleich in die Mission mal rein. Ein kräftiger Wind brachte uns schnell weiter nach Norden. Wir hatten die Spur der Apotheken verloren, aber in festem Vertrauen auf das Wohlwollen des Göttervaters behielten wir den Kurs bei, den uns der gefangene Priester verraten hatte. Wir umsegelten viele kleine Inseln, die wie grüne Smaragde aus dem Meer ragten. Als wir den 30. Breitengrad passiert hatten, erfasste eine starke Strömung unser Schiff und hielt es mit Dämonenkrallen gefangen. So sehr wir es auch versuchten, es gelang uns nicht, diesem reißenden Fluss zu entkommen. Sollten die Apotheken ebenfalls hierher gelangt sein, stand fest, dass sie unser Schicksal geteilt hatten und wir nun unfreiwillig demselben Zielpunkt entgegensteuerten. Mit jedem Tag sanken nun die Temperaturen, die Nächte wurden länger und bald schon konnten wir die ersten Eisriesen am Schiff vorbeiziehen sehen. Nach mehreren Wochen Fahrt hatte uns die Strömung in eine Gegend verschlagen, die uns wohl bekannt war. Wir waren daheim. Vom Schiff aus konnte ich die vertrauten Strände unseres Nachbardorfs erkennen. Doch was ich sah, als wir uns dem Ufer näherten, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Das ganze Dorf war verwüstet und zerstört. Nur ein einziges Gebäude schien die Katastrophe überstanden zu haben. Der Rest lag in Trümmern. Und wie zum Hohn, als wollte er jedem Vorbeireisenden ins Gesicht lachen, glotzte uns vom Ufer aus einer jener Gigantenköpfe an, die wir aus dem Land der Apotheken zur Genüge kannten. Ein kräftiger Wind brachte uns schnell weiter nach Norden. Ja, findet sie Zuflucht am Mayas, vernichtet sie und holt die letzten Sonnenstein. Das ist die Mission. Dann, wie immer, erst einmal kurz Pause. Musikoptionen. So, jetzt sollte das wieder passen mit der Lautstärke. Und wir können die Mission beginnen. Können uns mal ganz kurz umgucken. Also da ist das Nachbardorf, beziehungsweise das müsste unser altes eigenes Dorf sein. Hier liegen sogar Bögen und alles Mögliche rum. Bögen, Möbel, paar Steinchen und so. Und im Haus haben wir 4 Gold, 10 Leder, Nahrung und Weizen. Ja. Wir haben jede Menge. Wir haben einen Zivilisten, wir haben jede Menge Bauarbeiter, müssten wir haben. Wir haben sogar einen Kundschafter bereits. Also wird der Zivilist erstmal noch zum Bauarbeiter. Wir machen die Pause erstmal aus. Bauen erstmal ein Fischerzelt. Und wir haben 2 Schwertkämpfer, wenn ich richtig sehe. Und hier oben sind Grünflächen. Das ist gut. Weil irgendwo müssen wir unseren Weizen anbauen. Hier am Waldrand können wir den Jäger bauen. Am besten hier. Und ja, hier ist etwas grün. Okay. Wir werden auf jeden Fall den Wegweiser hier rüber ziehen müssen. Das heißt, unseren Bauernhof errichten wir hier, dass er der Grünfläche arbeiten kann. Und nach Wasser graben wir hier.
Jo. Ja, einen Holzfäller sollten wir natürlich auch noch. Können wir ruhig hier etwas im Inneren des Waldes oder hier der Wald... Nein, machen wir im Inneren des Waldes machen. Und unsere Lehm, bitte. Hier oben, weil hier ist Lehm. Ja, will. Also ja, Lehm und Steine sind hier auch. Achso, das ist einer unserer Bauarbeiter, der da gerade gräbt. Gut. Oh, der hat sogar den Bauarbeiter erfunden. Gut, wir können nämlich ohne den Weizen aus dem Vorratslager nichts bauen. Oh, Wasser. Hm, praktisch, dass hier Wasser rumsteht. Die größte aller Fragen ist jedoch, hier liegt sogar noch ein Kadaver. Bjarni ist erwachsen. Gut, das heißt, Bjarni können wir gleich schon mal zum Farmer machen. Wie immer. Und ja, sobald die Farm fertig ist, muss ich einen Fischer einstellen und einen Jäger auf jeden Fall. Okay, hier wäre Eisenerz, das ist schon mal gut. Das heißt, wir können hier drüben unsere Eisenproduktion hinsetzen, in der Nähe des Lagerhauses. Das Einzige, was wir da noch finden müssen, ist Gold. So, wir lassen das jetzt mal mit dem Erkunden, während hier weiter fleißig gebaut wird. Ach ja, wo ist der gute Bjarni? Du gehst mal heiraten und sag bloß, Sven ist nicht da. Nein, wir haben keinen Sven. Interessant. Das heißt, Iva heiratet erstmal. So, dich machen wir mal zum Träger hier. Dann kannst du vielleicht das Zeug, was hier so rumliegt, einsammeln. So, irgendwer ist jetzt verheiratet, auf jeden Fall. Bjarni sollten wir, wie gesagt, auch verheiraten. Und, ja, Alf können wir auch verheiraten. Wen lassen wir da als Bauarbeiter übrig? Wen haben wir denn alles als Bauarbeiter? Ich würde sagen, Sigurd und Weststein bleiben Bauarbeiter. Alf wird unser Jäger. Eva unser... Holzfäller. Und Tori unser Lehmsammler. Ne, halt, wir brauchen Jäger und Fischer auf jeden Fall. Das machen die beiden mal. Und du wirst unser Holzfäller. Okay.
Das heißt, Alf und wo ist Sigurd? Ihr heiratet beide mal. Wir haben ja, glaube ich, ja, 4 Frauen. Und nein, du holst wohl, oder? Ach nö. Die brauchen nicht beide heiraten. Alf soll heiraten. Da sind nämlich alle Frauen verheiratet. Gut, unser Bauernhof ist auch fertig. Das heißt, das letzte, was ich noch gern hätte. Ja, in der Nähe. Oh, ich wäre die Schule. Oh, für die haben wir keinen Weizen hier in der Nähe. Ja, ich find's toll, wie der einfach Steine einlagert, während hier eigentlich alles Mögliche rumliegt. Na gut, sobald der Träger gelernt hat, müssen wir halt den Wegweiser bauen. Weil wenn die Schule soweit fertig ist, dass nur noch das Weizen fehlt, sage ich mal. Haben wir eh keine andere Wahl, als das, den Vorrat hier anzufassen. Und ja, ich brauche einen Holzfäller, weil uns geht das Holz aus. Es liegen zwar noch einige Bruchstücke hier rum, aber wir brauchen Holz aus verlässlicher Quelle. Und ja, meinen Fischer mache ich dann zum zweiten Jäger. Der transportiert wirklich Steine en masse, während hier alles Mögliche nur herumsteht. Ah, gut. Findet keinen Weizen. Okay, Alf, du wirst Jäger, habe ich gesagt. Sigurd bleibt Bauarbeiter. Eva, du wirst Fischer. Und Weststein, du wirst der Holzfäller. Gut. Und wir haben den Farmer. Ja, wie gesagt, der hier muss erst zum Träger werden, bevor wir ihn wieder zum Kundschafter werden lassen können. Könnt mir auch einfach hier Sigurd schnappen. Geht wahrscheinlich leichter. Und den zum Kundschafter machen. Du benötigst Nahrung, ja. So, dann 3 Wegweiser dürften eigentlich reichen. Wenn ich den zweiten da hinsetze. Wir schon mal die Mühle planen. Erstmal den Brunnen. Der passt nämlich perfekt hier hin. Und die Mühle. Ja, hier hin. Hier ist nämlich noch viel Schnee und hier sind wir von der Grünfläche der Farben weg. Und ja, du bringst nur Steine. Du bringst nichts von dem verarbeiteten Zeug. Ah.